I am back. Ja, grüß dich, liebe Leute. Hier ist wieder euer Donner und endlich bin ich zurück. Also wie ihr seht, das Zimmer ist halb fertig. Noch nicht ganz. Hier stehen noch ein paar Kisten rum, aber naja. Das wird so noch erledigt. Ich habe keine Zeit mehr zu warten. Ich will jetzt ein paar Videos produzieren und zwar für euch. So, ich habe ein bisschen was aufgeschrieben, was ich hier mal ein bisschen bereden wollte. Und zwar hat mich jemand gefragt, ob das Zimmer kleiner ist als das alte. Und zwar ein bisschen schon, aber ich denke mal, es sieht bloß so klein aus, weil hier überall Regale stehen. Ich wusste nämlich von der Stube und dem Schlafzimmer überall, wo ich die Figuren hatte, musste ich das in das Zimmer bringen. Ist bis jetzt ziemlich gut gelungen. Wie gesagt, da stehen noch ein paar Kisten rum, aber die bringe ich auch mit unter. Also Zimmer ist in dem Sinne schon ein bisschen kleiner, aber nicht auffallend. Also wie gesagt, nur durch diese Regale. So, sorry. Als nächstes, ja, die Abos gehen weiter. Und zwar habe ich hier schon wieder ein paar Hefte liegen. Ich habe auch schon kistenweise wieder gekriegt. Hier unser Problemkind. Die F14 Tomcat geht weiter. Dann natürlich der Millennium Falcon, ne, wo ich sehr heiß drauf bin. Geht weiter der Mustang, habe ich auch schon wieder einige Hefte bekommen. Und ja, das war es erstmal zu diesen Akkus. Lego, zum Thema Lego, werde ich ein paar kleinere bauen. Die Sally Mary ist so gut wie fertig. Die muss ich bloß noch das Video produzieren. Beziehungsweise zusammenschneiden. Dann habe ich ein neues mir schicken lassen. Und zwar die NASA-Rakete. Oder besser gesagt die NASA Apollo Saturn 5. Geiles Ding, hat mir richtig gut gefallen. Aber das könnt ihr noch mal in selber erraten, Unboxing-Video. Ja, das kommt als nächstes. Und zu der Frage mit den Millennium-Falten, UCS, ja. Die Gerüchteküche, die brodelt ja immer höher, ob der neue Millennium Falcon, also der große Millennium Falcon von Lego dieses Jahr noch erscheint. Also es wurde ja gesagt, dass es Herbst irgendwann das Set kommen sollte. Falls da irgendwelche News dazu kommen sollte, seht ihr das auch auf meinem Kanal, denn ich bin auch auf dieses Teil übelst scharf drauf, sag ich mal so. Wird nicht ganz billig werden, also da haben sie schon gesagt, bis 500 bis 600 US-Dollar bis Euro oder Euro. Ja, werden wir uns halt mal, ob das Ding überhaupt dieses Jahr erscheint oder ob es überhaupt noch mal erscheint. Ne? Also wir wissen ja nur halt gerüchtemäßig was. So, Collectors Edition, das habe ich hier eine kleine. Die werde ich auch unboxen. Geht aber natürlich auch mit größeren wieder weiter. War aber bis dazu mal oder bis jetzt nicht großartiges am Start. Als nächstes habe ich unter dem Video ein kleines Spendenkonto eingerichtet. Ja, wer mich unterstützen mag, mich und meine Projekte, der kann das tun. Und zwar unter dem Video gibt es einen Link und da kann man sich dann mal berieseln lassen. Und wer zu viel Kohle hat oder mir etwas Gutes tun möchte, kann das dann dementsprechend tun. Keiner muss, jeder darf. Ich würde mich natürlich über jeden Cent freuen und ja, schauen wir mal. Ne? Wie gesagt, ist kein Muss und ich habe es halt mal mitgemacht, weil es ist ja auch alles ziemlich teuer. Ne? So, dann habe ich das. Haben wir eigentlich soweit eigentlich alles durch. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr die natürlich gerne stellen. Ach so, wie die Videos anlaufen. Also ich versuche jetzt so viel wie möglich Videos reinzustellen, aber ich kann es also nicht mit Bestimmtheit sagen, das Video kommt jetzt dann und dann und dann und dann. Da ist der Kanal noch ziemlich zu klein und ich sag auch mal, ich weiß auch nicht, wie ich in der Zukunft so Zeit habe. Also wenn ich werde auf jeden Fall wieder Videos produzieren, auch mehrere Videos. Und ja, was kommt, das kommt. Ich habe da noch keinen so richtigen Plan entwickelt. Und ja, mal sehen, wenn es jetzt hier alles so mit dem Umzug noch halbwegs über die Runden geht, werde ich mir vielleicht mal einen Plan erstellen, aber das ist dann alles noch Zukunftsmusik. Und ja, genau, also wie gesagt, was kommt, das kommt. So, dann bin ich erstmal raus für das Video. Also ich wünsche euch wieder viel Spaß, ich freue mich wieder zurück zu sein und ich hoffe ihr auch, ihr habt mir ziemlich den Stamm gehalten.
wenn ich so auf meinen Kanal gucke, sind sogar noch ein paar Deutsche mehr geworden. Also ich freue mich übelst über diesen Eingang von Abonnenten. Und Leute, macht weiter so. Ja, alles klar. Vielen Dank nochmal für alles. Und wie gesagt, den Daumen nach oben nicht vergessen. Wenn es natürlich nur gefällt, also wenn es nicht gefällt, ne, könnt ihr auch den Daumen nach unten geben. Oder mir, was mir noch lieber gefallen würde, mir in die Kommentare schreiben, was euch nicht so gefällt. Ich habe heute ein bisschen trockenen Hals. Das ist so eine Wärme bei uns da hier. Ich weiß nicht, ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, wie warm es bei euch da draußen ist. Also ich schwitze hier ohne Ende. So, das soll es, wie gesagt, für das Video erstmal gewesen sein. Ich wünsche für die kommenden Videos viel Spaß. Nochmal vielen Dank für die ganzen Abonnenten, dass ihr mich so zahlreich unterstützt habt bis jetzt. Und wünsche euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Ich bin raus, euer Daumen, haut rein. Ciao, ciao.